Servus Leute, willkommen zurück zu der Evil Within. Ja, letztes Mal haben wir das Let's Play begonnen. Wie renne ich nochmal? Moment, Tutorial. Ich muss da drin reingucken. Vorausgesetzt, ich kann überhaupt schon rennen. Ich renne mit L1 oder LB, ich nenne sie mal L1, weil ist besser. Es geht häufiger. Aber ich kann offensichtlich noch gar nicht rennen. Na Kumpel? Warum hat er überhaupt so eine chillige Musik gelaufen? Rennen. Renn doch! Okay, der rennt automatisch. Also. Der rennt ohne, dass ich was tun muss. Renn, renn, renn! Ja, das ist ja lustig. Ich glaube, das hatte ich im Let's Show auch schon. Nicht so nah dran. Ah, das ist A. Ich drück B. Ja, Igitt. Müssen die mit so einem Dreck immer kommen? Warum können die nicht nur ein normales, nicht ekelhaftes Horrorspiel machen? Ich glaube, das geht heutzutage gar nicht mehr. Na gut, solange der Typ nicht kotzt, ist alles in Ordnung, weil das ist mein großer Schwachpunkt. So. Natürlich musste der Typ mit seiner Kettensäge mich erstmal fast in zwei teilen. So, hat der sowas überhaupt? Ich glaube, ich will nicht über seine kranken Fetische nachdenken. Ist das rechts? So, dieses Symbol da. Was war denn das gerade? Das sah aus wie so ein Heilungssymbol, aber... Moment, im Let's Show war ich, glaube ich, hier noch. Ich weiß gar nicht, also das Let's Show ist mittlerweile schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, wie weit ich da überhaupt war. Ich weiß nur, Hedy war dabei, Coldy war dabei. Ja noch, waren Force und Schmacki da auch dabei? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Das müssen wir uns irgendwann mal wieder angucken. Nee, nicht ernsthaft, der ist wieder hinter mir her, oder? Geht. So viel gibt es keine Alligatoren. Oder dergleichen. Was hinter mir. So, da ist die Leiter. So, das ist der Propeller, das ich da höre. Ich dachte, es ist so eine Art Herzschlag und der Typ wäre hinter mir her. Bin ich viel zu müde, um sowas aufzunehmen. Ich bin ja auch richtig doof irgendwie. Warum quäle ich mich selbst nur, weil ich jemand anderen Gefallen tun will, hä? Kann mir das irgendjemand sagen? Nee, kann's nicht. Ich bin einfach zu nett für diese Welt. Wo geht's hier raus? Welche da vorne gefällt mir nicht? Ich gehe doch lieber in die andere Richtung. Da lang. Herum für irgendwas gut. Der ist dann einfach nur so, haha, Sackgasse.
Okay, Leiche, gib's mir. Ich werde wahrscheinlich zusammenzucken und schreien wie ein Mädchen. Alte Notizen aus Kanalisation. Aus Kanalisation vor allem. Warum nicht aus der? Theoretisch gesehen gibt es noch so viele Horrorspiele, die ich machen könnte. Sowas wie The Suffering oder. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hätte ich so gesehen noch eine ganze Menge. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest derjenige sein, der überlebt. Am Ende der Kanalisation ist eine Leiter. Die führt mich zum alten Trakt und da ist ein Aufzug. Okay. Ich wette, unser Freund wird auch ein Wörtchen mitzureden haben. Ich weiß gar nicht, von welchem Jahr dieses Spiel überhaupt ist. Also ich weiß nichts darüber, es ist blind. Es ist ein Blind-Let's Play. Komm, mach auf, das ist doch nicht so hart gesichert. Nur mit einer Kette und Stacheldraht und einem fetten Gitter und hast nicht gesehen. Komm, brich durch, das schaffst du schon. Ich glaube an dich. Ich jetzt. Wer? Wo? Klang, als ob Stöckelschuhe hinter mir wären. Anna Williams ist da. Warum sie? Weil sie Stöckelschuhe trägt. Und weil ich vorhin ein Gameplay mit ihr aufgenommen habe. Deswegen. Außerdem ist sie auch so eine. Wobei, ist Anna Williams eine Attentäterin? Eine Auftragskillerin? Wobei Auftragskiller ist ja selber wie Attentäter. Nina Williams, ihre Schwester, ist ja eine, aber. Anna auch eine ist? Ich weiß nicht. Wer weiß, spekulieren wir darüber. Wenn wir diese Leiter hier hochklettern. Und Maus, hör auf, die ganze Zeit ein Ladesymbol zu haben. Ich will nicht, dass du mir Antivir auf den Hals hetzt. Ich gebe jetzt nichts Schlimmeres als ein asynchrones Video. Das ist der richtige Horror. Ich werde aber Media sowieso hin und wieder mal schließen müssen, sonst wird es nämlich asynchron. Denn je länger es dauerhaft am Laufen ist, ohne Unterbrechung, desto asynchroner wird das alles mit der Zeit. Irgendwann mal hatte ich vergessen, aber Media zu schließen. Da wurde es asynchron, da habe ich ganz normal gezockt und ich glaube, erst 15 Minuten später kamen die ganzen Geräusche von den Tasten, die ich gedrückt habe. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr, STEMS-Systemtest beginnt. 13:15 Uhr, Erfolg! Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. Ist dasselbe wie so eine Outlast-Scheiße hier. Warum können Sie die nicht mal lassen? Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograf berichtet über Unwohlsein. Stenograf? Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von Stimmsystem an. Ich muss mal mein Auge putzen. Bin wie eine Katze, das habe ich schon öfter gesagt. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Okay, Übelkeit ist schlimm, weil ist übel. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik. Ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage, obwohl das Stimmsystem deaktiviert werden sollte. Blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und wird synchron. 14 Uhr, er, dieser Mann ist aufgetaucht. Und hier ist ein komischer Schlechterkönig da. Es ist schon so lange wieder nichts passiert, ich wette, er kommt gleich um die Ecke. Und schreie ich einfach nur noch wie ein kleines Mädchen. Wieder ist das Symbol da rechts, also da oben Kontrollpunkt, ja. Ich habe Angst, mich umzudrehen. Geht schon los hier mit dem Wahnsinn. Ich drehe jetzt schon durch. Und noch geht's. Es ist noch nicht so Haunting Ground Style.
mich darunter verstecken? Kann ich mich mumifizieren oder so? Bandagieren meine ich. Wenn ich mich mumifiziere, bin ich tot. Wobei, es gab ja auch, zumindest bei der Mumie kam das vor, ich weiß nicht, ob das wirklich mal angewendet wurde, Mumifizierung bei lebendigem Leibe. Und das ist grausam. Ich höre nichts. Ist das Spiel so leise, oder? Doch, jetzt. Ah. Okay, wenn ich gedrückt halte. Kommst du jetzt nicht hinterher, oder? Jetzt ist die Flucht unmöglich, also komm, mach. Ja, mach. Ich sehe nicht mal was. Wobei, vielleicht will ich es auch gar nicht sehen. Okay, aber gut zu wissen, dass er mehr als einen Schlag braucht, um mich zu töten. Gegner beginnen zu suchen, sobald sie ein lautes Geräusch hören. Gut, das heißt, es gibt noch mehrere, nicht nur den. Aber gut zu wissen. Ja, ich werde in dem Spiel oft sterben. Gegner einschüchtern. Ich bin. Hier starte ich. Naja, egal. Ja. Okay, das heißt, verstecken bringt wohl gar nichts. Moment. Wenn die Gegner ein Geräusch hören, setzen sie sich in Bewegung. Soll ich gleich die Flucht ergreifen oder soll ich warten? Ich gehe einfach. Tschüss. Ah! Ah. Wie Outlast. Aber ich glaube, in Clock Tower kam das auch vor. Clock Tower 3 oder so, ich weiß nicht. Ist wie, hier, wie heißt er nochmal? Ach, ich habe mir Outlast gestern erst angeguckt, ich mal. Wie heißt der Dickwanz nochmal bei Outlast? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat es ziemliche Ähnlichkeit damit. Ja, guck du nur. Hey, auf Porzellan zu zerstören. Die Bilitas ist klüger als du. Ist nicht so zerstörungswütig. Übrigens, falls man die Xbox wirklich laut hört, ich kann dagegen nichts tun. So, schauen wir mal. Ich hoffe, er ist weg. Ich habe keine Ahnung, ob der random kommt oder ob er jetzt irgendwo rumrennt. Wieder natürlich. Wie war das nochmal so? So, lass mich überlegen. Was macht er? Das ist Donkey Kong. Schneller, so schlimm ist die Wunde nicht. Ich muss mich nochmal verstecken. Ich höre seine Motorsäge noch. Ich weiß ja nicht, ob der hier nochmal vorbeikommt. Motorsäge ist leise geworden. Jetzt irgendwie nicht, jetzt macht er wieder irgendwas kaputt. Ja, ich weiß, super Let's Play. Man sieht hier nichts Spannendes, aber. Wenn ich dem jetzt blindlings in die Arme renne, dann können wir gleich wieder alles von vorne machen. Wow.
Ich hasse Stühle. Klinik böse. Mich eigentlich nur ducken, wenn ich ehrlich bin. Warum ich hier so sehen kann? Okay, auch auf die Gefahren, dass ich jetzt sterbe. Okay, ich muss es so machen wie bei Outlast. Schön ruhig bleiben und erstmal gucken, was macht der Gegner. Okay, er geht dahin, guckt sich um, er schüttelt den Kopf, er ist wütend und hasst Ärzte. Jetzt dreht er sich um. Alles klar. Ich könnte da vorne weitergehen. Ist da auch eine Tür? Nee. Jetzt kommt er hier hin. Ich nicht. Nee, er will austricksen. Ich glaube, er riecht mich. Nee, mit seiner komischen Maske kann er mich gar nicht riechen. Ja, geh weiter. Nein! Er hasst immer noch Ärzte. Ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. So gehe ich nicht hier vorbei, sonst braucht mich nur aus dem Augenwinkel sehen. Verdammt, hier ist doch eine Tür. Ich wette, der Typ hasst gar keine Ärzte. Hey, du da, hast du Ärzte? Ich hasse Ärzte. Was ist mal mit dem Krankenschwester-Cosplay? Cosplay, hier. Also nicht so ein Krankenschwester-Sexspielchen, keine Ahnung. Ist doch Cosplay, also. Könntest du dich wieder umdrehen und in eine andere Richtung gucken, was ich hier vorbeischleichen kann? Das ist total langweilig. Das sehe ich erst, der hat Handschellen. Alles klar. Ey, Einstein, das habe ich auch schon bemerkt. Was glaubst du, warum ich so lange warte? Okay, hier ist. Sieh mich nicht. Du siehst mich nicht. Verdammt, ich muss durch die Luke. Ist ja bescheuert, wie mache ich denn das jetzt? Schneller, 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 schneller. Ja. Okay, hier ist die Luke. Ich muss die ganze Zeit die Taste gedrückt halten. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wo er ist. Boah, wie mache ich denn das jetzt? Du doofer Stuhl! Kommst nicht hier ein. Du siehst mich nicht. Was ist das? Was liegt denn da? Eine Flasche. Ich traue mich nicht, die aufzunehmen, weil ansonsten. Ich stehe jetzt direkt vor mir. Ich habe eine Flasche. Kann ich die wegschmeißen? Ja, ich will keine Nahaufnahme von meinen Polizisten oder was das ist. Detective. Oh. Oh,
Oh shit! Geh weiter. Verdammt. Oh shit. Sackgasse. Er steht direkt vor mir. Nein. Ich müsste da vorbei. Oh, ich wollte jetzt gerade gehen, aber gut, dass ich... Hast mich nicht gesehen. Wozu die... Wozu die Flasche? Kann ich damit Lärm machen? Also wenn ich die Flasche wegschmeiße? Du siehst mich nicht. Ob. Nein, du siehst mich nicht. Wobei, eigentlich müsste er mich sehen. Das war blöd von mir, oder? Ja. Ja, jetzt sehe ich es genauer. Nee, sag mir nicht, jetzt muss ich alles nochmal. Wehe euch hier. Ja, sprinten, ich kann nicht sprinten. Wenn ich jetzt wieder da starte, dann... Okay, ein bisschen versuchen es noch. Okay, die Kisten muss ich aufpassen, die werden nämlich zerstört. Er rückt sich auf. Nicht mein Bein. So, so drehen. Ich habe ja keine Ahnung, ob man mein Bein sehen kann. Geht denn nicht irgendwann mal der Sprit für die Motorsäge aus? Motorsäge? Kettensäge? Das war, glaube ich, blöd, oder? Nee. Bin ich blöd. Ich gehe da einfach durch normal. Okay. Kann ich es nicht werfen? Was mache ich mit dieser Flasche? Ich taste Baden-Nahkampf. Vielleicht kann ich die Flasche einfach weghauen. Siehst mich nicht. Nicht gehört, oder? Nee, er ist nur sauer und demoliert Mobil, ja. Oh. Ich hoffe, du gehst nicht hier geradeaus weiter. Nein, du gehst hier nicht weiter. Du biegst jetzt ab. Ein Stein. Okay, er geht doch nicht weiter. Er meint wieder, ey, ich Vandale und so. Könntest du wieder in den anderen Raum gehen? Das wäre echt zu herzlich von dir. Was ist er da hinten? Jetzt macht er wieder was kaputt. Ich wollte gerade sagen, dass der mich nicht sieht, aber...
stehen kann. Sie ist ja wieder da. Ich glaube, ich habe eine Idee. So tut mir mein Finger weh. Ich müsste irgendwie gut um die Ecke gucken können, aber ich kann es irgendwie nicht. Weil da hinten ist, glaube ich, die Tür zum Ausgang. Das heißt, ich müsste, wenn der so nach links oben rennt, da dann mit seiner Kettensäge spielt, müsste ich ihm hinterher schleichen. Dann biegt er rechts ab, blödelt mit seiner Kettensäge rum und dann würde er wieder nach links gehen. Das macht das jetzt schon. Nee, er wütet wieder. Ist echt willkürlich, der Typ. Ich glaube, je länger ich an einem Ort sitze, weil da macht der ganze Kisten kaputt, wo ich mich verstecken könnte. Keine Ahnung, wie ich das am besten mache, aber ich muss jetzt hier einen Schnitt machen, sonst wird der Part zu lang. Das war der Evil Within. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.